Wonder if God got a plan for everyone. Hallo meine Lieben, ich spiele heute mal wieder Minecraft. Weil manche haben gefragt von den Zuschauern aus, ob ich Pokémon Go spiele. Nein, ich spiele kein Pokémon Go, ich spiele nur Minecraft. Zurzeit. Ich habe hier mein Haus neben Villager gebaut, weil mich die nicht, gar nicht stören. Dann kann ich mit denen verhandeln, wenn ich mal keine Sache mehr haben sollte. Gut. Das Haus habe ich jetzt gerade eben hier gebaut. Ich bin kein Bauexperte, deswegen sage ich euch mal. Aber eigentlich finde ich meine Einrichtung ganz cool. Ich hab mindestens drei Räume. Fällt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so auf, weil da oben ist hier noch ein Raum. So sieht es nochmal aus. Mein Zimmer hier, ich habe die Kerzen da reingestellt, beim Bücherregal reingestellt, draufgestellt, keine Ahnung, wie auch immer, ist ja egal. Aber, ja. Mein Bett, das habe ich von einem YouTuber, der wurde so gemacht hat. Ich muss mir noch ein paar Videos dazu anschauen, dass ich mal ein bisschen mehr Minecraft und Bauideen mir merke und so, dass ich die mal irgendwie weiß, wie man Häuser baut und so, dass ich an sich mal mehr weiß. Sonst weiß ich immer gar nichts. Ja, dann zeige ich euch mal erstmal den unteren Raum, den Keller. Der Keller hat, glaube ich, noch keine Leiter drin. Da habe ich noch keine rein. Aber ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, weil ich bin ja hier im Kreativmodus und Kreativmodus. Da kann man sich einfach fallen lassen. Gut, hier ist natürlich wieder keine Leiter hier drin. Ich habe keine Leitern da rein. Hier seht ihr nochmal ein kleines Regal, was ich in Minecraft gebaut habe. Allerdings kann man da nichts draufstellen. Könnte man schon, aber definitiv nicht so passend. Ja, so sieht es halt nochmal aus. In den Truhen ist noch gar nichts drinnen. Da habe ich noch nichts drinnen, weil da ist nichts drin. Da muss ich erst noch was reintun. Hier habe ich eine Regenbogenflagge gemacht als Teppich, das ist Wolle. Kein Teppich, aber. Und das ist einfach nur so ein Stamm, so ein vom Nether. Den gibt es hier, haben die neu hinzugefügt. Ich habe allerdings nicht mehr die 1.16. Ich hatte früher die 1.16, aber die 1.17 ist irgendwie besser und viel cooler. Weil da gibt es nämlich andere Sachen, wie ein Axolotl oder so. Oder andere Sachen halt. Weil ich die auch mal testen wollte, weil die meisten spielen die nämlich die 1.16 und dann dachte ich mir, ich hole die mir auch und jetzt baue ich hier mal eine Leiter rein. Mitten im Video ist ein bisschen dumm jetzt, aber naja. Gut, das bringt jetzt auch nicht viel. Ich mache halt nur so der Meinung nach, wer halt Bock hat, in Minecraft zu spielen, geht nicht, weil ich kein Microsoft-Konto habe und auch keine Xbox habe. Deswegen funktioniert das auch bei mir nicht. Darum mache ich auch Videos, sodass ich meine Leute unterhalte, meine Zuschauer. Habe ich das auch fertig gemacht. So, jetzt wäre ich fast schon wieder runtergeflogen. Ja, ich packe das mal kurz weg. So. So, Leute, jetzt zeige ich euch ein bisschen was vom Villager-Dorf noch. Mein Video ist noch nicht so lange. Ihr wisst ja alle, wie so ein Villager-Dorf aussieht. Seht ihr das? Da hinten ist eine Kuh. Die gibt allerdings Milch, was ich in Minecraft noch gar nicht wusste, dass die Milch geben kann. Das geht halt eben. Mein Handy ist schon wieder 20% Akku noch übrig, aber egal, Leute. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen. Ja, ihr kennt alle ein Villager-Dorf. Und so kann man auch, man kann auch ein Schaf allerdings auch färben. Egal welche Farbe, aber. Ich kenne schon manche Features, habe ich noch gar nicht in Minecraft ausprobiert, was man in Minecraft bauen kann. Ich muss euch allerdings nichts zeigen jetzt gerade. Ich wollte euch eigentlich was zeigen wegen einem Hasen. Ein Hasen. Ich weiß nicht, warum ich mir immer irgendwie das Problem habe mit dem Kaninchen. Man kann ein Kaninchen auch, wenn man es Toast auf Toast umbenennt, dann wird es schwarz-weiß. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Idee, dass es Minecraft da gemacht hat, aber irgendwie unlogisch, weil es bringt irgendwie auch nichts.
Ich muss es das mal zeigen, ganz kurz. Ich gehe mal uns. Ja, ich spawn hier mal kurz einfach nur mal ein Kaninchen. Und nenne es einfach Toast. So, wenn er. Und das kann ich ihn jetzt. Darf ich das? Kann ich ihn mit abkauen? Seht ihr, das wird einfach schwarz-weiß, weil da ist irgendwie mal von einem Sohn, glaube ich. Das war irgendwann. Ich weiß nicht, warum das so in Minecraft ist, aber keine Ahnung. Das ist einfach so schwarz-weiß. Die restlichen Kaninchen sind alle braun. Das ist langweilig. Das ist halt einzigartig. Ja. Eigentlich ist es ja so, wenn ich Minecraft spiele, einfach nur auf lautlos, weil sonst auf die ganze Zeit sonst die ganze Zeit Nebengeräusche von die Villager, von die Tiere oder was auch immer. Ja, das sind die Kollegen. Du bist jetzt der Toast. Ich brauche das eigentlich gar nicht mehr. Dann räume ich euch einfach wieder auf. Packe die Sachen einfach wieder weg. Ich wollte euch eigentlich nur, weil mir langweilig ist und weiß nicht, was ich in Minecraft machen soll. Habe ich einfach so gemacht jetzt. Man kann in Minecraft schon Sachen machen, die wohl sehr sinnlos sind. Habe ich auch schon ein paar Videos gesehen darüber. Aber natürlich, das ist mein Video zum Minecraft Let's Play. Haut rein, Leute. Ciao! I wonder if God got a plan for everyone.